Was heute in der Kirche ist, da ist einmal die modernistische Kirche. Das ist die Afterkirche. Und ich nenne das die Amtskirche. Ich weiß wohl, was ich sage. Ich habe genug gelitten dafür, dass ich es darf sagen. Wenn die einen Menschen haben, der sich Papst nennt und der sagt, homosexuell darf man, wenn sie kommen, Segen geben. Und jetzt fängt der Vatikan an, überall die, ja, das muss man jetzt so verstehen, typisch diese Kirche. Oder ich will lieber sagen, dieses Bodenpersonal. Was Gottes Worte sind immer klar. Man muss es nicht umdeuten, so wie man heute sagt, die Eucharistie, das ist nicht der lebende Heiland dann, weil der Menschenverstand das nicht kann glauben, fassen. Heute sagen die reformierten protestantischen Kirche sagen, na, das kann man doch nicht, das sind die Verrückten, wir sind keine Menschenfresser, wir machen doch sowas nicht. Genau das sagen sie heute, was dazu mal beim Heiland, als er sagt, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Und Wort Gott spricht nicht so, dass man es falsch verstehen könnte. Wie Gott sagt, da ist es. Also ich gehe mal zurück, was Bergoglio gesagt hat. Man kann also Homosexuelle Segen geben. Das ist so raffiniert, wieder gesagt. Jetzt fängt man an, natürlich die Kardinäle und so versuchen jetzt das wieder gut zu machen, denn dieser Bergoglio hat schon mehrmals Häresien verbreitet. Ich habe nichts gegen den Homosexuellen, sondern gegen die Sünde, die sie machen. Wenn die also zum Priester gehen, die zwei Homosexuellen oder zwei Lesberinnen, dasselbe, um den Segen verlangen, seid doch ehrlich, für was? Normal könnt ihr in die Messe gehen, da habt ihr immer den Segen. Oder man kann einzeln bitten, den Priester um einen Segen. Aber wenn zwei, Lesbe oder Ding, zum Priester gehen und Segen verlangen, ist ja ganz klar, für was? Das homosexuelle Leben, und das gehört dann bei denen auch das Bett dazu. Und da kann ich keinen Segen darüber geben. Rein unmöglich, denn was steht in der Heiligen Schrift? Die sagen ja immer wieder die Heilige Schrift. Sie wollen mich immer packen mit der Heiligen Schrift. Dabei kennen sie sie gar nicht mehr. In Hesekiel, also schon beim Alten Testament, liest man, da sprach er zu mir, Gott, Menschensohn, siehst du, was diese tun? Die großen Gräuel, welche das Haus Israel hier begeht, das war schon dort, so dass ich mich von meinem Heiligtum entfernen muss. Wenn schon da, geschweige dann heute der Kirche. Es ist so ein Missbrauch, dass der Heilige Geist sich entfernt hat von der Kirche. Und dann lesen wir auch, in der Heiligen Schrift, wenn jemand bei einem Mann schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist vor Gott. Ja, kann es auch deutlicher sein? Nur wenn sie Menschen nicht passen, sagen, ja, das muss so verstanden sein. Und dann lesen wir auch in der Heiligen Schrift, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Also auch mit der
Oder wie der Herr mir sagte, meine Kirche ist so eine Kloake geworden. Dann heißt ja auch in der Heiligen Schrift, wisst ihr denn nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Es sei denn, ihr seid reingewaschen worden und geheiligt, gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Zweite Heresie von dem Bergoglio. So hat man gelesen. Papst Franziskus hat im Vatikan bei einem Vortrag mit der marxistisch-christlichen Dialoggruppe Dialog erneuert mit einer kontroversen Aussage für Aufsehen gesorgt. Er sagte, Christen wie Sozialisten, Marxisten und Kommunisten hätten, so sagt es der Papst, dasselbe Ziel, eine bessere brüderliche Zukunft für eine durch Kriege, Polarisierung gespaltene Welt bauen, so Franziskus bei dem Empfang am Mittwoch. Sind denn alle Päpste verrückt gewesen? Und das sind heilige Päpste gewesen, Pius X., alles. Dann sagt Bergoglio, wir sollen die anderen in Ruhe lassen, die anderen Glauben haben, alle in Ruhe lassen. Dann sage ich was anderes. Zuletzt, als die Elf bei Markus zu Tische saßen, offenbarte er sich und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreaturen. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Klare Worte. Und ich möchte tun, was ich kann. Und ich werde noch von Gott noch das erhalten, um Leute zu gewinnen für Gott. Nicht für mich, für Gott. Merkte gar nicht, wie der Bergoglio immer mehr und mehr. Habt ihr noch nie gesehen, seht ihr denn irgendwo in ihm, wenn ihr ihn anschaut, ein kleines Fünklein Liebe? Überhaupt nicht. Und wenn er betet zum Heiland oder zur Mutter Gottes, mit ihm vor ihr erscheint und mit ihr redet, nicht ein Fünklein Liebe entdeckt man in ihm. Denn was die Kirche ist mit der Hurerei, Garten Asmodis, Hurerei, was ihr wisst, was jetzt bekannt geworden ist vom Vatikan, das ist nur die Spitze des Eisberges. Es ist viel schlimmer da, und da glaubt man noch, dass da der Heilige Geist sein soll. Oder ein Bergoglio, das ist doch alles eine eingekartete Sache, der Häresien bringt, und da die Menschen ja nicht mehr geschult sind in der Theologie, weil man ja in der Schule nicht mehr Unterricht bekommt im Priester. Sie wissen nicht, man merken nicht, dass der da im Vatikan Häresien bringt. Es sind zurzeit an die 7 Häresien wohl schon. Und es ist interessant, er sagt Häresien und dann versuchen sofort, und dann kommt die Papstzeitung, die ich auch besitze, Osservatore Romano, dann kommt die Papstzeitung und da drin steht von dem nichts mehr. Oder verschönert und anders. Jetzt auch mit den Homosexuellen segnen. Da versuchen jetzt selbst
der Bischof Koch, weil sonst noch ein Senkrecht, der Bischof war, aber auch der Bandit schon hat. Ja, das muss man jetzt so verstehen, so verstehen. Die Kinder, Fatima, Lourdes, Lazarette, das wurde nicht bekannt. Die Bischöfe selbst beide sagten, das kann man nicht schon an, kann man noch nicht den Leuten zumuten. Wie soll ein Bischof sagen, oder der Papst, Fatima oder Lazarette, egal wo, bei allen Dingen irgendwie, Fatima, die Kirche wird das Bodenpersonal der Kirche, wird dem Teufel verfallen. Und von auswärts wird ein Bischof kommen, der nicht von dieser Kirche geschult worden ist. Wie soll es ein Papst das sagen? Wir sind jetzt eine verdorbene Kirche. Ich gebe zu, viele Priester leiden darunter. Ich habe ja schon Priester, wo zu mir kommen, wenigstens habe ich sie als Bischof, Amtspriester. Sagen, mit dem unserem Bischof kann ich nichts anfangen, der hört nicht zu, der will nicht. Wenn ich etwas sage, was vielleicht mal etwas sagt von der Hölle, dann verliere ich meinen Posten als Priester. Das ist die Kirche, scheinbar. Ich habe Momente, wo ich, es kommt nur, aber ich gebe ihm keinen Raum. Ich werde es auch nie geben. Aber wo ich mir mal sagen möchte, Herr, hol mich. Ich rede doch nur Gott für Katze. Keine Angst, ich werde weiter. Bis zuletzt.